Ah, es kommt wirklich einer angeflogen. Der Ballonzombie. Oh Gott. Lexikon. Bereich Boden und Luft. Oh Gott, jetzt kommen Lufteinheiten. Lufteinheiten, ne? Schaden nochmal. Sie stichelt gern, doch täuscht ihre stachelige Haut über ihr weiches Herz hinweg. Sie möchte einfach nur umarmen und umarmt werden. Viele kommen damit nicht klar, aber Kaktee ist das egal. Sie ist seit einer Weile mit einem Gürteltier zusammen und es scheint gut zu laufen. Ja, Gürteltiere merken nichts von den Stacheln, oder wie? Ja, wer weiß. Ja, die Spieltruppe haben wir schon und Ballonzombie, den sehen wir jetzt erst. Gut, ich glaube fast, ich sollte den Kakteen mal mitnehmen, damit wir den hier aufhalten. Klingt logisch irgendwie. Denke ich mal. Gut, nehme ich den mal mit. Das und das. Auf was verzichte ich denn gerade? Auf den Eispilz. Na okay, es sind keine hartgepanzerten dabei. Außer der Ballon hält jetzt so viel aus. Obwohl. Ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich wird die Kaktee irgendwie sehr effektiv dagegen sein. Nein, das war keine Anlehnung an Pokémon. Und der Nebel rückt immer weiter vor. Ich hatte doch letztens erst noch hier. Oh Gott. Das ist schlimm. Weil ist der Nebel garantiert hier oder sowas. Dann sehe ich überhaupt nichts mehr. Das wäre mies. Wenn der Nebel so weit vorne ist, dass das ganze Feld verdeckt ist. Das wäre richtig scheiße. Ach, Wächter, so viel sind die auch nicht. Es gibt schließlich keinen Hardcore-Modus. Wo kommt der Zombie? Da unten, okay. Zombie kommt! Da ist er. Und er futtert. Und er stirbt. Wie schon mal gesagt, insofern ein Zombie auch sterben kann. Jetzt kommt oben einer. Den sieht man ja so hier rüber hinausragen. Haben sie schon intelligent gemacht, dass der Zombie da hier rüber hinausragt. Ich meine, ist kein Problem für mich, sonst sehe ich wenigstens, wenn einer kommt, aber. Ja. Wie auch immer. Jo, jetzt. Da ein Angsthasen hin. Seerosenblatt. Und einen Sonnenpilz. Und dort das hin. Den sehe ich schon gar nicht mehr fast. Gott. Richtig schlimm. Ja, ich platziere die jetzt ins Blinde. Ich habe ja sonst keine Chance, irgendwas zu machen. Oh, ich kann den entfernen. Weil da kommt dann ja die Lampe hin. Die hier. Ups, was geht unten ab? Oh, was ist da gerade los? Da. Da ist was Böses los. Ein Monster ist los. Das ist der Monster AG. Wer kennt sie nicht, die Monster AG? Gerade einige. Egal. Oh, Ballon, Ballon. Ich brauche schnell ein Dingens. Ein Kaktee. Kaktee. So. Block. Yay. Er ist runtergefallen. Und er hat meine Lampe gefressen. Das finde ich gar nicht nett. Okay, dann werde ich wohl mal ein paar Kakteen pflanzen müssen, sonst... Ja. Nicht, dass mir das jetzt gerade meine ganze Baureihenfolge kaputt gemacht hätte, Verdammt. Ich muss einfach überall Kakteen pflanzen jetzt. Und ich scheine wenigstens wieder über die ganze Lane schießen zu können. Das heißt, ich muss die Stinkpilze ein bisschen weiter hier. Oh, ist nur eine Welle. Okay. Das ist schön. Oh, das ist nicht schön. Ich will doch jetzt nicht kommen. Das Wasser scheint mir leicht gefährdet, wenn ich mal so sagen darf. Aber auch nur hier die Lane. So ein bisschen. Ich mach das noch so. Damit es auch noch halbwegs klappen könnte. Ja, aber das passt so. Das passt so vollkommen. Okay. Das haben wir auch geschafft. 4-3. Und wir kriegen ein Kleeblatt. Ist auch nicht unbedingt die typische Nachtpflanze.
Ach, na, kein Kleeblatt, ein Wehblatt, Entschuldigung. Pustet Ballonzombies und Nebel fort. Damit könnte ich mir Lampen und den Kaktus sparen. Probiere ich mal aus, aber erstmal mache ich eine kleine Pause, bis gleich. So, weiter geht's schon. Mir war gerade irgendwie eingefallen, dass ich im Kühlschrank vorhin so lustige Dickminerin gesehen habe. Da wollte ich unbedingt einen essen jetzt. Ich habe das LP abgebrochen, einen Dickmann zu essen. Mein Gott, ich bin so böse. Egal. Weblatt, genau, haben wir schon vorgelesen. So, Garten. Und was haben wir heute diesmal? Ach, Delfine schon wieder. Die habe ich mal gar nicht vermisst. Na gut. Lexikon, Pflanzen, Weblatt. Einmalig sofort pustet Ballonzombies fort. Als Weblatt 5 Jahre alt war, bekam er eine Geburtstagstorte. Er pustete und pustete, konnte aber trotz aller Bemühungen nur 60% der Kerzen ausblasen. Doch er gab nicht auf und betrachtete als Ansporn, Niederlage heißt das Wort, als Ansporn, sich nur noch mehr anzustrengen. Richtig so, kleines Weblatt. So ist gut. Immer schön anstrengen. Kosten 100, aufladen schnell. Ich glaube, das ist echt eine gute Alternative zu den beiden hier. Ich glaube, ich werde das Weblatt mitnehmen. Und haben wir noch einen neuen Zombie. Ach, der Ballonzombie, genau. Schwillt über dem Geschehen und ist immun gegen die meisten Angriffe. Ausdauer gering, Besonderheit fliegt, Schwäche, Kakteen und Weblatt. Der Ballonzombie ist ein Glückspilz, denn der Ballon ist echt praktisch. Die anderen haben das nur noch nicht spitz gekriegt. Tja. Tragisch. Okay. Nächstes Level, nächstes Schrottgedönse. Und jetzt nehme ich dazu. Was nehme ich dazu? Das hier. Für die Delfinreiter. Weil Delfinreiter mag ich nicht. Die sind böse. Die springen immer so viel. Das sind voll die Hopper. Ha, ha, war der witzig. Oh mein Gott, ich habe was Negatives gegen Hopper gesagt. Nee, ich habe nicht gesagt negativ. Ich habe nur gesagt, dass es ein Hopper ist. Egal. Mein Gott. Nur weil mir die Musikrichtung nicht gefällt, heißt es nicht, dass ich da jetzt drüber herziehen muss. Ich bin ja schließlich ein toleranter Mensch. Wenn es sein muss, höre ich es. Aber freiwillig nicht. Okay, was ist mit Toleranz zu tun, weiß ich nicht. Toleranz ja wahrscheinlich, wenn ich so freiwillig höre. Freiwillig ungerne. Ach, was weiß ich denn, ey. Gott. Was weiß ich, was in dem Zusammenhang bitte schön tolerant wäre. Ich glaube, ich werde dann regelmäßig mal ein bisschen wegpusten müssen. Ich hoffe, das hält auch lange. Das hier pustete. Weil sonst bringt es mir überhaupt nichts. Denke ich mal. Der Rosenblatt. Ja, kann ich nur ins Wasser setzen? Ich weiß. Meine Güte. So. Ich glaube, ich könnte schon mal auf ein Wehblatt sparen, damit ich schon mal ein bisschen was sehe. Irgendwie. Aber ich möchte natürlich auch weiter die Sonnenpilze setzen. Wehen wir einfach mal los. Und wium. Yay, man sieht was. Cool. Jetzt nur die Frage, wie lange hält das? Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ich hoffe, es hält lang genug. Weil sonst wäre es ja doof. Irgendwie. So. Ja, so, es hält doch schon eine gute Zeit. Ah, jetzt kommt sie da, okay. Ja, dass es nicht ewig andauern wird, war schon klar. Das wäre auch zu schön wahrscheinlich. Aber es hält eine gute Zeit schon. Wenn ich genug Sonnenproduktion habe, dann kann ich es auch dauerrecht aufhalten. Dauerhaft aufrecht halten. Gott. Ich kann ja nicht reden. Da nimmst wer? Okay, ob da weiß ich gerade nicht, aber irgendwo hat was genommen. Und da ist noch was Wasser gesprungen. Ich mach mal Weblatt nochmal. Okay. Jetzt sehe ich auch wieder was. Und so ist es immer schön, wenn man was sieht. Einen Stinkpilz und dann Seerose und dann noch einen Angsthasen.
Und die erste Welle kommt schon. Ich glaube, ich muss ein bisschen Sonnen sparen. Ich glaube, jetzt kommt wieder was Fliegendes. Habe ich so ein Gefühl irgendwie, dass jetzt ein Ballon kommt. Ja, da kommt einer. Ich brauche schnell ein Wehblatt. Jum, und weg ist er. Genau so geht das. Ja, mit dem Wehblatt komme ich echt gut klar. Das ist besser als die Laterne und, die Kakteen. Delfin, du kommst hier nicht vorbei. Jetzt kannst du dir an die Haare schmieren. Okay, man kann natürlich fragen, jetzt welche Haare, aber... egal. Die Haare halt. Was für Haare weiß ich doch nicht. Oh, da kommt wieder ein Delfin. Irgendwo. Da. Delfin. Ey, dann musst du mal alles weg. Ey, das Wetter wegnimmst. Mach die Sau. Okay, immerhin braucht er ein bisschen Geld. Dann setze ich das mal hier jetzt. Auch die Stinkpilze? Ja, auch die Stinkpilze kommen. Oh, das Geld. Ich glaube, da war Geld. Das habe ich jetzt nicht gekriegt. Das ist scheiße. Ich geldsüchtiger Mensch. Ja. Sieht an sich ganz gut aus. Aktuell. Ich kann regelmäßig wegpusten, weil ich so genug Sonnen habe. Das ist schön. Oh, da kommt ein Ballon. Oh, da kommt wieder ein Ballon. Wegpusten. Okay. Da kommt noch ein Ballon. Heiliger, was ist los hier? Weg mit dir, du Ballon. Nein, zu spät gesetzt. Verdammt. Verdammt. Das ist doof. Ich hoffe, die packen das. Schon wieder ein Ballon. Heiliger, was geht ab, ey? Wie lange die Sonne aus? Die Ballons wiederkommen. Ist ja nicht mehr schön. Ach, das kommt die letzte Welle? Okay. Okay, das ging ja doch recht schnell, finde ich. So, da kommt erstmal nichts vorbei. Upsala. Ballon. Das gefällt mir gerade irgendwie nicht, was da abgeht in der, im Wasser. Hier. Ah. Ja, super. Ja, ist schön. Schön eh gleich, also kann ich das nur so machen. Okay, es war jetzt doch noch ein bisschen Ärger jetzt hier mit der letzten Welle im Wasser, aber... Okay, hat ja geklappt, also. Wir kriegen einen... Was ist das? Also was zu essen? Ist das ein Döner oder was? Taco. Was hast du mit diesem Taco vor? Keine Ahnung. Was ist denn mit dem Taco? Du hast meinen Zaubertaco gefunden. Schön. Den muss ich haben. Ich gebe dir 1000 Euro dafür. 1000 Euro für einen Taco? Wow, da kriegst du bei... kannst du dir 1000 davon kaufen. Okay, nicht 1000, aber... Schon ein paar? Was soll ein Zaubertaco sein? Ja, der Taco gehört mir! Warum ich dir so viel Kohle für einen Taco gebe? Weil ich deppert bin! Seh dich ruhig in meinem Laden um. Ich habe nämlich neue Ware bekommen. Yay, neue Ware. Okay, was haben wir denn? Die beiden Pflanzen hier anscheinend. Pflanze auf deinen Stinkpilzen, um Stinkmorcheln draus zu machen. Sie führen Blitzangriffe in einem kleinen Bereich aus. Okay, das scheint mir so, als wenn da überall hinschießen würde um sich rum. Hm. Klingt interessant eigentlich. Ich habe nur nicht genug Geld dafür, wie man wahrscheinlich sieht. Was bist du? Pflanze sich auf Seerosenblätter, um Katzenschwänze auszumachen. Sie greifen beliebige Reihen an und schießen Ballonzombies ab. Okay. Beliebige Reihen. Das klingt cool. Aber 10.000 Euro? Das Ding muss mächtig sein. Das würde mich aber interessieren für die Nachtlevel. Nein, ich habe sowieso kein Geld. Wenn du aber vielleicht erstmal das hier wahrscheinlich auch kaufen wollen. Neuen Pflanzen,